2020 ist ja kein Jahr wie jedes andere davor. Alles ist anders durch Corona, die Einschränkungen. Und jetzt ist unsere Frage an die Ordensgemeinschaften, inwiefern denn der Sommer 2020 ein einfach anderer Sommer für Sie persönlich ist. Für Sie persönlich, was ist anders in diesem Sommer? Für mich persönlich war einiges anders. Durch die Corona-Zeit war ich mehr zu Hause. Der Lockdown hat mich einfach ans Haus gebunden. Sonst bin ich viel unterwegs. Auch meine Mitschwestern haben sich nicht so viel hinausgewagt. Im Lockdown waren sie ganz da. Und da haben wir den Segen gehabt, dieses wunderschönen Dachgartens, dass wir eigentlich uns trotzdem nicht ganz eingesperrt gefühlt haben. Und wir haben öfter an die Familien gedacht, die in den kleinen Wohnungen sind. Und da ist es uns doch gut gegangen. Mhm. Ja, also wir sind ja wirklich auf der Dachterrasse im 6. Bezirk, wunderschön gestaltet, sehr im Grünen, da lässt es sich gut aushalten, zum Glück eigentlich, oder? Ja, das kann man wirklich sagen. Das Schöne an der ganzen Sache war, dass wir ja an sich in der Fluglinie sind und in dieser Zeit waren eben keine Flüge und damit war die Dachterrasse so still wie eine Insel. Man hat nichts gehört, man konnte die Vögel singen hören, man konnte die Grillen, Zirpen, Wind, alles hat man erlebt und das haben wir vorher so nie erlebt. Eine ganz stille Stadt. Genau. Natürlich haben wir auch immer wieder an die vielen Menschen gedacht und wir haben ja auch Bekannte und Verwandte, die auch erkrankt sind und das ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir haben gezittert, wir haben gebetet und beten auch immer noch, weil auch eine Mitschwester ist erkrankt und da haben wir das schon sehr hautnah erlebt, dass Covid nicht ungefährlich ist. Wenn man darüber schaut, haben wir das Altenheim und wir haben erlebt, wie die alten Menschen eigentlich keine Besuche bekommen. Unsere alten Schwestern sind in der Gemeinschaft und durften immer erleben, dass sie in der Gemeinschaft geborgen sind. Sie haben keinerlei Einsamkeit gespürt. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil einer Ordensgemeinschaft.